Grundsätzlich ja. Ja. Wenn es ums Leben geht, nicht, aber wenn es um so eine Sachen wie Frau Niedrig also geht, ja. Doch, ja. Oder auch hier Frau Holst, ja. Die dann da ihr 5000 ja. Lebkuchen bestellt für 2000 ja. Euro. Und dann sagst du auch, ist in Ordnung. Ja. Ja. Doch. Was war das, 2000 Lebkuchen für 5000 Euro? Nein, hat sie nicht. Nein. Nee, aber so ähnlich, nee, oder 1000 Lebkuchen? Weiß ich nicht. Aber ziemlich viele. Spenden will sie viel. Ja, ja. Ja. So, Heike. Nein, ja, aber ich muss auch für eine Betreute vors Gericht gehen, weil sie Dinge nicht bezahlen will, wo ich denke, sie müsste die bezahlen, aber sie will es nicht. Und dann kann ich sie nicht bezahlen. Und dann musste ich vors Gericht gehen. Klar, also der Klageweg wurde dann beschritten und dann musste sie doch bezahlen. So Heike, Heike mentioned a problem. So she has to accept the wishes if they are legal. But for example, she takes care of an old woman. She's over 90 and she said, no, I don't want to pay the home care service because the home care service is not good. Not good enough, so I don't pay. And Heike says, yeah, but I'm the opinion you should have to pay because the home care service could go to court and tell you that you have to pay. And the old woman says, no, I don't want to pay. I want you to say no. So the consequence was Heike has to go to court because the grandma said, no, I don't want to pay. Wie war die Entscheidung von dem Gericht? Im Vergleich. Ah, okay. And so the court said, okay, we find a compromise. Mm. Yeah. Mm. And so, but then Heike has to join the court's compromise and also the client, the grandma, has to join. Mm.